Hallo Leute, ja, wir sind hier unterwegs bei Simotrans mit dem Comic-Pack und ja, hat er letztes Mal gesagt, wir müssen schauen, was war, wie es hier weitergeht. Ich lasse mal gerade auch schon laufen und ja, was ich geguckt habe, dass wir definitiv jetzt nicht gerade schauen müssen, wie viele Leute hier irgendwo sind, sondern wir müssen gucken, wie es hier weitergeht mit zum Beispiel Passagieren, die an Bahnhöfen stehen und die nicht abgeholt werden, ne? Und vor allem die Schifffahrtslinien sind da ein Problem, würde ich sagen. Da würde ich sagen, nach dem Logo gehen wir auf den Großbildschirm und dann schauen wir mal, dass wir weiterkommen. So, der Zug kommt gerade an, hat jetzt abgeliefert und 79 waren es eben. Okay, einer weniger jetzt, glaube. Können wir mal gerade reinschauen. Aber voll ist er nicht. Das heißt, die fahren alle woanders hin, ne? Gütersloh intern 2. Okay, das ist nicht schlimm. Ja, der fährt. Ach, Erlangen geht auch nach oben, ne? Das geht alles nach oben dann. Okay, dann müsste ein Zug von oben kommen, der die mitnimmt. Ah, da ist auch schon einer unterwegs. Der hat 9 geladen. Das heißt, wenn wir jetzt mal gerade schneller machen, dann müsste der ja ankommen. Oh. Er hat 9 geladen. Also jetzt haben wir Pause drin. Den wollten wir nicht drin haben. Der müsste jetzt ganz viele mitnehmen. Jetzt laden die sich gegenseitig hier, ne? Aber okay, das passt. Da sind nur 36, also ist hier nicht so schlimm. Gehen wir wieder in die Linienverwaltung. Da war ich eben schon drin. Also das passt schon soweit. Dann sind wir hier Neubrandenburg. Da sind 166 jetzt am Stehen. Okay, der hat geladen und nimmt nicht ganz so viele mit. Wie sieht's denn hier aus? Achim, Achim, Bad Mergentheim, Schwandorf, 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 das ist alles oben. Wilnsdorf, alles oben. Lippstadt ist auch oben mit Schiff. Wennenden mit Schiff, Friedrichsdorf, Bad Zwischenahn. Ja, Gütersloh, da sind welche, die nach da fahren noch. Okay. Na, da müssen aber auch, dann heißt, der müsste jetzt voll gewesen sein eigentlich, aber war der gar nicht, weil da stehen ja auch welche für Jena hier, oder waren die jetzt gerade zufälligerweise? Noch, aber nee. Warum sind denn die zwei für Jena jetzt nicht abgeholt worden? Okay, der jetzt fährt wahrscheinlich Richtung Gütersloh, ne? Okay, 108 von eben, glaube 166 und Gütersloh dürfte jetzt hier nicht mehr drinne stehen. Okay, ja, stimmt. Und der ist ja fast voll. Okay, dann passt das in der Richtung. Hier kommt jetzt einer, der hat 66 geladen. Muss mal gerade schneller laufen. 106 haben wir jetzt hier und er hat 66. Schauen wir mal, wie viel er mitnimmt. 33, das heißt, er hat mehr nach Norden gelassen. Aber die Jena-Leute müssen jetzt weg sein, ne? Da sind 4 drinne. Intern 10 Neubrandenburger. 15, 22 Neubrandenburg intern, okay. Der Rest alles nach oben. Kommt denn hier ein Zug an? Da ist schon einer. Okay. Wird klappen. Das heißt aber intern, wie bleiben wir da? Zwei Kutschen, ne, drei Kutschen, vier Kutschen. Eigentlich, ja, müsste das klappen. Hier ist jetzt gerade keiner drin. Die Kutsche müsste jetzt aber voll. Ja, ist auch voll, aber hat er gerade aufgenommen? Ich glaube ja, ne? Der ist auch voll. Die sind alle voll. Die sind alle voll. Wie stehen denn hier so? Oh, da stehen 12. 2, okay, das geht. 6, auch eine Kutsche voll. Warte, hier ist noch irgendwo noch, da ist eine. Auch noch mal 6. Ja, ich glaube, da könnte man intern noch eine hinschicken, ne? Eine Kutsche. Was ist denn das hier für eine Linie? Stadtbus Neubrandenburg. Ich glaube, da setzen wir noch eine drauf. Stadtbus Neubrandenburg. Und starten mal, damit das ein bisschen weniger wird, weil da sind, die sind ja gerade weggefahren und standen immer noch 22 da, ne? Dann passt das schon noch. Die müssen ja jetzt immer noch da stehen, oder? 15, 20, ja, 29 sind sie jetzt mittlerweile, weil der nächste Zug angekommen war. Gut, wie sieht es hier am Bahnhof aus? 189, da lädt aber gerade der Zug, der jetzt nach Gütersloh oder Jena fährt.
Nach Jena wahrscheinlich, weil Gütersloh stehen noch welche. Ah ne, der fährt nach Norden, okay. Das heißt, der hat Achim-Leute mitgenommen und da sind noch Schwandorf links dran. Da stehen noch reichlich, die nach Norden hätten müssen, aber der nächste ist schon da im Anflug. Der ist auch wieder voll, ne? Okay. Aber ich glaube, das ist erstmal noch da zu lassen. Das war jetzt, ja, okay. Neubrandenburg, Köln, Gütersloh, okay. Da waren wir jetzt. Gütersloh waren wir auch schon. Jetzt gehen wir hier nach Schwandorf. Und das war nämlich die Linie, wo ich hier gesehen habe. Der kommt mit 16 hier schon mal an, zum Beispiel. Und wenn du hier reinguckst, nach Willensdorf stehen hier 65, die zur Burg wollen und noch weitere. Und wir haben da definitiv alle Schiffe drauf. Ist der auch Willensburg? Willensdorf, ja. Und der ist voll. Und die hinten. Die fahren jetzt zurück. Die waren eben auf jeden Fall auch alle voll. Die sind jetzt tatsächlich wohl, na, auch alle voll, ne? Na, der letzte nicht. Aber hier fehlt es trotzdem auf der Linie, weil da hinten stehen ja noch reichlich, die hier rüber wollen. Das heißt, wir werden mal unten, na, da, nee, hier oben haben wir auch ein Dingensfähren, eine Schiffswerft gebaut, oder? Vertue ich mich da? Ne, hier war sie nicht. Ja, wir haben eine Schiffswerft gebaut, aber ich glaube, die war dann hier irgendwo gebaut. Vielleicht, ne? Kann das hier sein? Ja. Ja, vielleicht nehmen wir die. Das war Schwandorf, Willensdorf. Das ist das. Und machen wir ein paar Kopien davon und lass die losfahren. Gut, das war hier. Jena ist rot. Jena hat intern ein Problem. Da sind 87 Fahrgäste intern zu transportieren. Und das heißt, warte mal, hier ist Königsbrunn. Ja, das ist aber mir zu weit von dahin nach da, von da bis nach da fahren. Das heißt, wir machen hier mal ein Depot hin. Hier so eine kleine Straße hin, weit auswärts. Dann setzen wir da ein Depot drauf. Und dann können wir hier Kutsche machen. Diese. Und das war jetzt Stadtbus Jena. 1, 2, 3. Start, Start, Start. Oh, sind es vier sogar, dann Start. Die müssen jetzt hier drinnen aufräumen, weil die 80 müssen ja erstmal transportiert werden. Das ist ja ein bisschen viel, wie wir stehen an der anderen Seite. Hier stehen sogar 26 noch dazu. Und da auch nochmal 26. Also da ist ordentlich was zu machen. Gut, die Liste war Jena. Willensdorf ist dann hier. Ja, da haben wir schon mal 5 draufgesetzt, damit die hier weg können. Aber das ist tatsächlich nicht weg können, sondern die müssen alle intern. Na, Ettlingen ist extern, aber die anderen sind alle intern sogar noch. Das heißt, dieser Zug, der hier steht, war steht gerade gar nicht da. Der kommt hier gerade. Ja, lass mal schneller fahren. Nimmt er die alle mit? Nee, der nimmt die nicht alle mit. Sind aber voll. Ist der voll? Oh. Das ist der Zug. Ich wollte den Hafen haben. Da stehen jetzt 36. Wegfahren, 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 alle wegfahren. Okay, dann passt das. Also der hat sie alle abgeholt. Dann ist das okay so. Können wir also mit leben. So, Schwandorf hatten wir, Willensdorf hatten wir. Was ist das hier? Königsbrunn ist jetzt auch noch hier. 65 intern. Ja, das klappt ja gut. Und hier ist eine Kutsche drauf. Das heißt, das kann nicht so funktionieren. LKW, Pferdchen mit Kutsche. Stadtbus Königsbrunn. Da. Das, weil das sind ja auch reichlich, ne? 65 plus 2 hier nochmal und da unten, ne, die nicht. Gut, das wird auch werden, Königsbrunn. Schwandorf waren wir schon. Zwei Brücken waren wir noch nicht. Das ist Hauptbahnhof, ne? Rathaus, ja.
So, was haben wir hier? 58 Zoll Brücken am Niederholz, auch intern. Gleiches Problem in Grün. Und das Straßendepot ist da oben, das heißt, ich baue hier auch wieder eins hin. Ne? Ich glaube, hier unten hatte ich keins gebaut, oder? Ne. Hier bei Lüneburg kommt irgendwo eins hin zwischen. Ah ne, warte mal, hier ist eins. Das ist nicht ganz so weit weg, dann fahren sie von da. Eins. Und das war Stadtbus 2 Brücken. Ganz unten, ne? Ach, was habe ich da jetzt gebastelt? Oh, ich habe das nicht gesehen. Das läuft ja jetzt schlecht wahrscheinlich. Haltlänge ist aber noch eins, oder? Ja. Jetzt sind da zweimal Pferde vor. Irgendwie aus Versehen doppelt geklickt, ne? Aber dann sind die kräftiger und dann kommen die besser die Steigung hoch, glaube. Das können wir mal so lassen, das ist schon okay erstmal. Und Haltlänge 1, dann kann nichts schief gehen, dass sie. Na? So, zwei Brücken war das. Was haben wir hier? Bad Mergentheim. Ach so, das ist hier diese Überfahrt. Wir stehen da 53, wir stehen da 16. Hier war immer ein Zug, der darüber fährt. Ne? Wo ist denn der? Der fährt gerade weg und wie viel hat er drin? 20, okay. Ja, das wird dann gleich werden, denke ich mal. Da ist bestimmt von dieser Seite gerade angeliefert worden. Die fahren alle weg, die 16, dann passt das eigentlich. Fährt er noch welche rüber? Ja, 16 nochmal dazu, dann ist auch okay. Wir stehen dann sowieso nach hier. Wilnsdorf könnte sogar nach unten sein. Schwandorf ist nach oben. Neubrandenburg ist unten. Lüneburg ist unten. Ja, der hat dann noch mit der Schifffahrt zu tun. Das ist, glaube ich, hier nicht so schwierig. Neubrandenburg-Rathaus hatten wir schon. Schwandorf-Wald. Da oben ist das. 37, Wilnsdorf, Wilnsdorf, das ist das Schiff, was hier rüber fährt, ne? Ist natürlich auch voll. Aber der würde jetzt noch zweimal fahren und dann passt das. Wieder. Ist die Frage, wie viel stehen hier? 16 Passagiere und wie viel sind geladen? 9er. Warte mal, dann sind die 16 ja intern, ne? Ja. Da fährt eine Kutsche durch die Gegend, ne? Wie viel stehen da? Da stehen auch 8. Das heißt, wenigstens eine Kutsche neu, oder? Ja. So, diesmal nur einmal klicken. Stadtbus Lippstadt. Nicht kopieren, einfach nur starten. Passt. Dann sollten das hier abgearbeitet werden. Will ich? Ja, hier stehen auch reichlich intern, ne? Und wo ist hier das Dingens steht? Hier, da ist das Depot. Ne, das ist Eisenbahn. Und mal dann steht Fahrzeugdepot. Hier ist gar kein Fahrzeug hin, ne? Bei Bünde war das. Hier ist es. Das heißt, kopieren wir einmal. Ach, hätte ich erst billig eingeben müssen. Naja. Starten. Billig starten. Passt erst. So, da haben wir Friedrichsdorf. Da stehen irgendwo 81. Erlangen, 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 Lippstadt, Benennen, alles mit Schiff, ne? Wo sind die Schiffe? Da kommen gerade welche. Ist vollgeladen. Ist vollgeladen. Ist vollgeladen. Der ist auch vollgeladen. Da ist noch einer. Der ist nicht ganz voll. Und das waren sie dann.
Ich hätte jetzt keiner gesagt, wir können vielleicht da besser noch einen draufsetzen, ne? Welche Linie war das jetzt hier gerade? Friedrichsdorf, Erlangen, Waldhafen. Friedrichsdorf, Erlangen, Waldhafen. Kopier das mal, fahr mal. Nochmal gerade schneller. Und dann starten wir den auch. Und du kriegst aber jetzt hier an das Ziel. Dann drehst du nämlich um und fährst dahin, dann ist das besser. Gut, ich würde aber sagen, wir machen erst hier wieder einen Cut. Hat ja auch schon reichlich viel was gebracht hier. Ganz viele neue Kutschen gemacht und Fährverbindungen vor allem. Müssen wir in der nächsten Folge noch weiter gucken, ne? Und dann bin ich mir nicht sicher. Ich gucke mal nochmal durch, aber ich glaube, wir haben jetzt erstmal die Kutschen, die Dingens gemacht. Jetzt müssen wir schauen, dass wir vielleicht wieder mal die Städte beobachten oder wir können ja mal ganz kurz hier so einen Blick reinwerfen. Gütersloh sieht nicht ausgebaut aus. Königsbrunn nicht. Jena nicht. Köln nicht. Neubrandenburg nicht. Achim nicht. Bad Mergentheim nicht, aber das ist ein schönes neues Haus, glaube ich. Friedrichsdorf nicht. Schwandorf nicht. Lippstadt nicht. Erlangen nicht. Benenden auch nicht. Die haben wir alle. Hier waren wir noch nicht. Das passt auch noch. Lüneburg. Passt auch noch. Das passt auch noch. Dann mal unten Bayreuth ist noch schick. Willig ist noch schick. Wo ist Bünde? Da ist Bünde. Ist noch schick. Ettlingen ist noch schick. Und Willendorf ist auch noch schick. Ja, ich glaube, dann lasse ich nächste Folge etwas vorlaufen und gucke, dass irgendwelche Häuser entstehen und dann machen wir da weiter, ne? Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.